Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon mit dem Poképack und vielen anderen Mods, wie zum Beispiel diesen Mod hier, den Carpenter Blocks Mod. So, es läuft noch ein bisschen, aber hoffentlich nicht mehr lange. Ich werde mal das Holz hier verbrauchen, um mehr Carpenter Blöcke herzustellen. So, dann tun wir das mal ringsum und komm schon. So, jetzt haben wir 40, wow. Jetzt machen wir die so hin. Nein. Ich weiß nicht. Oh, eine Türe könnten wir machen. Nein, machen wir jetzt noch nicht. Ich will eine... Ah, das ist ein zusammenklappbarer Block. Den kann man so ein bisschen verbiegen. Das brauchen wir aber nicht. Ich will eigentlich... Zäune. Zauntor. Und wenn man die in die Mitte macht... So passiert nichts. Und wenn man die so macht oder so. Ich weiß nicht. Ach, egal. Ein Hebel, den will ich mal ausprobieren, wie man den verändern kann. Ich möchte. So, so. Ja, egal, machen wir noch ein paar Treppen. So. 12 Treppen und dann eine Luke. Und was ist das gewesen? Eine Druckplatte. Ah. Machen wir noch 2 Druckplatten. Und probieren die mal aus. So. Tun wir die mal hier hin. So, die davor und die hier und tun sie jetzt mit Wolle bekleckern. Und jetzt brauchen wir den Schlüssel noch. Ah ja, der Hebel möchte ich noch ausprobieren. So, ups, nicht zu viel. Ich möchte gerne den Hammer und den Meißel. So, jetzt werde ich aber noch kurz hier diese Beeren pflücken. Die sind scheinbar recht gut gewachsen. Aber wieso sind die so gewachsen? Ich war ja nicht online. Also online. Ich war ja nicht im Spiel auf der Karte. Keine Ahnung. So haben wir wieder mal richtig viel Vorrat. Oder das erste Mal, eher gesagt. So. Ja, heute möchte ich ein bisschen produktiv sein. Wir werden noch Holz fällen und so, damit wir bald dann mal etwas... Ding gewinnen können. Oh, so ist schön. Oder so? Naja, geht so. Niedlich. So. Oh Gott. Den Hebel selber kann man nicht ändern. Man kann nur... Ja, toll. Die kann man nicht mehr verändern. So, Druckplatte und Ding. Okay.
mir das angeschaut. Und Baum gefällt, haben wir Setzlinge? Ja, sehr viel. Sehr schön. Der wächst hier nicht. So. Oh mein Vater. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen hinlegen. Das. Dann hier Kohle. Wir müssen Holzkohle herstellen. Machen wir das mal. So. Ah, nicht lecken, bitte. Okay, hier geht's. Ah, hier haben wir die Dinge hingetan. So, ah, hier nicht. Nicht hier rein, hier rein. Okay. Geht das schnell? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da müssen wir mal was machen. Und zwar müssen wir jetzt kurz hier hoch und ja, jetzt haben wir sie nicht. Hier eine Wand hin tun aus. Wo sind sie? Da. Machen wir eine schöne Wand. Geh weg. Sieht das gut aus, richtig gut. Geh jetzt weg dort unten. So, also. Geh weg da. Der Baum muss weg. Geht es lange? Gut. Oh, hier unten haben wir Höhlen. Gehen wir gleich mal erkunden. So, bisschen die Musik leiser. Oh, hier haben wir Kohle, sehr schön. Eine Schlucht. Nicht schlecht. Noch eine Schlucht. Oder eine weiterführende Schlucht. Das sieht ja mal nice aus. Also der World Generator ist hier richtig geil gewesen. Hier haben wir einen Smaragd. Noch mehr Kohle. Ist wichtig. So, und jetzt kommt... Ja, viel Kohle haben wir hier. Und hier ist Sackgasse, okay. Ja, wenn wir Kohle. Ich möchte noch zum Ding gehen. Zum Stollen. Vielleicht.
Vielleicht gibt es ja dort noch was, oder ist das der Stollen, den wir entdeckt haben? Also, waren wir dort schon mal? Müssen wir schauen. Komm schneller. So, jetzt. Ja, es scheint so, als wären wir noch nicht da gewesen. Gold, wir haben Gold. So, jetzt. Irgendwie nach oben kommen. So, was haben wir hier oben? Hallo? Nichts? Oh. Leider nicht viel. Ja, wieso ist nicht viel hier? Wieso gibt es nicht mehr? Ja toll, wir haben keinen. Geht alles so langsam. Machen wir es kürzer. So. Oh Gott. Hier ist auch zu. Was, ein Lantern? Der Stollen ist groß, also hier haben wir viel zu entdecken. Ja, toll. Voll blöd das Wasser hier. Geh weg. Wasser nervt nicht. Ja toll, auf der anderen Seite ist das auch. Ist nämlich das Meer oben dran. Machen wir schön alles zu. So. Also hier ist scheinbar auch nicht viel. Ah. Oh. Eine fliegende Schiene. Komm schon. Schneller. So. Was haben wir hier? Lava. Oh, das sind Diamanten. Ich habe Dias gefunden. So. Die Dias gehören mir. Wie viel? 2, 3, 4. Okay. So, hier ist Lava. Hey, gibt's überall Schluchten? Das ist gut, dass wir hier unser Lager aufgebaut haben. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Zum Beispiel einen Smaragd. So. Machen wir überall unsere Vermerkungen. Du kannst auch noch hier kommen. So. Gibt es noch was anderes? Bisschen Kies. Ja, überall Lava. Da oben ist nochmal ein Stollen. Kommen wir mit den Rohstoffen hier nach oben? Ah, wir haben noch Steine, sicher Cobblestone. Ja, ein bisschen. So, schauen wir, was hier ist. Gibt es wirklich nichts hier? Ach Gottchen.
Und hier ist auch nichts. Ach, schade. Okay, ja, da gehen wir wieder zurück. Ah, da unten ist der Stollen. Der geht hier weiter. Hier haben wir Gold. Ah nein, das ist kein Stollen. Sah nur so hell aus. Wegen Lava? Ja. Naja, nehmen wir noch ein bisschen Lapis mit. Und ein bisschen Eisen. So. Was ist hier? Noch ein bisschen Diamanten. Einen, ja, sehr schön. Toll. Ne, ist nichts mehr dabei. Schauen wir hier hin. Nix. Das ist Kohle. Und hier oben. Ja, geht's nach oben. Hier haben wir einen schönen Strand. Können wir irgendwas bauen? Okay, wir könnten hier am Strand entlang nach oben mal gehen und den Turm anschauen. Aber zuerst werden wir hier noch kurz ein bisschen Kohle mitnehmen und sonst irgendwas. Also, hier haben wir Holzkohle. Nutzen wir mal die Holzkohle. Hier haben wir die gebraten. Und hier nehmen wir die gelben. So. Was halt die Fresse? Also jetzt müssen wir hier. So. Was gibt die mir Schuld? Geht's so? Ja, lassen wir das hier. So, die Smaragde noch. Also wir haben 9 Diamanten. Müssen mal eine Diamantspitzhacke bauen. Und können wir mal ein Schwert bauen, damit der Slot einfach mal besetzt ist. So. Dann haben wir noch 4 für den Zaubertisch. Sehr schön. Okay. Aber jetzt gehen wir mal dort erkunden und ein bisschen trainieren. Ein Vulpix könnten wir mit Dick da erledigen. Was ist das? Das macht Schaden. Ah, oh, ist geflohen. Geht's noch? Nicht fliehen. Ach komm, lassen wir's. Müssen wir mit einem stärkeren Pokémon angreifen, wenn die immer Brille einsetzt. So. Level 5. Ist ein Feuer-Pokémon? Ne. So, hier, alles Feuer. Ja, Level 3 brauche ich auch nicht. Level 9.
kommen. Okay, Pfund ist stärker. Oh, was so viel Schaden gemacht. Das war ein kritischer wahrscheinlich. Ah, Gott. Ja, ist ja gut. Stirb endlich. So. Das könnten wir noch angreifen. Ja, hier sind alles Hochlevelige. Ist nicht so gut. Also, wo ist der Turm? Der war doch irgendwo im Norden. Wenn es über einem Turm ist. Aber ich sah doch irgendwo so einen braunen Punkt. Nicht braun, grau. Okay, ein Trainer. Überall sind Trainer hier. Eine Wiederbelebung. Sehr schön. Ah, hier haben wir so ein grünes Versteck wieder. Ja, toll. Wie werdet ihr gespawnt? Nicht betretbar. So, jetzt müssen wir schauen, wo das war. Es war hier oben. Ah, das ist ein Tempel. Und das ist nur ein Dingklotz. Gehen wir mal in den Tempel. Gehen wir hier außen herum zum Tempel. Und weichen den Kingler aus. Oder Krabby, meine ich. So. Hallo, Krabby. Überall Krabby. In einem Dschungelbiom. Aber wo? Das muss das Dschungelbiom sein. Gehen wir ein bisschen rein, damit das angezeigt wird auf der Pokémap. Das muss halt ein bisschen weiter weg gespawnt sein. Sonst würde es eigentlich schon zu sehen sein. Schauen wir an, was es für eins ist. Also, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich sage jetzt nichts vor. Aber ich denke, es ist Mew oder Mewtwo. Die spawnen eher in einem Dschungel. Aber leider können wir es nicht fangen. Wie denn? Mit einem Pokéball. Mit vollem Leben. Ganz klar. Ja, hier so sieht man es nicht. Man muss auf der kleinen Map schauen. Hier ist ein Tropia. Nehmen wir mal den Baum hier mit. So. Ja, das reicht. Wo ist unser Legendary? Unfindbar. Oh, hier können wir den Geodude ein bisschen leveln, aber nicht Level. Ja, Level 15. Wir müssen das irgendwie an Land treiben. Komm an Land. Sonst ertrinken wir mit in der Schlacht, das ist nicht gut. Oh, irgendwie ist der bisschen buggy. Komm schon, ja, jetzt. So, du nimmst Rocktrau. Ist aber nicht effektiv, oder? Ah, doch. Also, normal effektiv. Noch Tackle. So. Weil die Carbator so wenig Attacken haben. Also nur zwei Attacken haben. Einer macht keinen Schaden. Und der andere ist so extrem schwach gegen Steins-Pokémon. Das ist fast keine Attacke mehr.
Ja, Carpador, eines der schwächsten Pokémons. Aber leider mit Plancher lächtig, wehrlos unter Level 15. Also irgendwie finden wir das Legendary nicht. Schade. Ein Ladybar, das ist ein Käfer-Pokémon. Aber leider ist es so schwach, dass wir es nicht nehmen sollten. Oder ich könnte es mal ausprobieren. Wenn ich jetzt Rocktroll einsetze, tötet das? Ja, es tötet. LOL. Es tötet das sofort. Okay. Nein, das ist zu schwach. Also dann lieber die Spinne. Ich weiß nicht mehr, wie die Spinne heißt. Die Weiterentwicklung heißt jetzt mit Arcaner. Keine Ahnung. Und die Vorentwicklung heißt was? Spinny. Keine Ahnung. Arachnaring, das heißt die Weiterentwicklung. Ich habe die Kristallversion recht viel gespielt, aber das ist 2001 gewesen, also viel zu lange her. Und deshalb weiß ich nicht mehr alles. Und die Goldversion hatte ich auch, aber nicht lange. Die habe ich dann verschenkt, als die Kristallversion rausgekommen ist. So ist ein anderer Käfer oder Spinne, das es ist. Hallo. Schrecklich. Jetzt. Auch tot, oder? Ja. Ich töte alles zuvor. Nicht gut. Also, ein paar Eier, okay. Dankeschön. Also, hier muss der Tempel sein, ja, da vorne. Also, scheinbar ist das Legendary nicht hier gespawnt. Schade. Das ist die Falle hier. Nehmen wir die doch mit. So, hier auch ein bisschen mitnehmen. Und Nemesis der Gliedfüßler 4. Okay. So, die Fäden können wir noch mitnehmen. Und hier Explosionsschutz. Okay. Ja, wir sind voll. Ich möchte die schon mitnehmen, aber was soll ich? Ja, die. Und Redstone. So. So. Fäden mitnehmen. Gut, also dann gehen wir wieder zurück. Der Dschungel ist halt groß, denn es muss irgendwo sein, weiß er nicht. Aber egal. Finden wir sicher nochmals ein Legendary. Wenn wir dann auch fliegen können. So, mal ein paar Sachen hier reinlegen. Ja, da geht's schlecht. Hier. Da und die Bücher können wir hier hinlegen. So. Dann machen wir den Schrott hier unten hin.
So, die Eier legen wir mal nicht irgendwo. Schießen die nicht irgendwo hin. Und werden noch ein paar von diesen Bäumen pflanzen. Hier hinten. So, so, so und so. Okay, ein Pixie. Ein Scorpio, wie der heißt. Und aber nichts, wo wir ein bisschen trainieren könnten. Also schauen wir mal nach den Schafen, dass die ein bisschen vermehrt werden, sozusagen. Okay, das Weiße lassen wir. Das ist in einer Sackgasse. So, die Schafe haben kein Futter wahrscheinlich. Doch, eins haben sie. Aber das reicht nicht. Und sie sind weg. Was? Wieso sind sie weg? Ist es nur noch eins da? Sind die abgehauen? Die können doch nicht abhauen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ich lass mir helfen. Wir hatten vier hatten wir. Also nehmen wir mal kurz die Eier. Irgendwie ist das ein bisschen ein Bug. So. Nicht mehr herumbacken, bitte. Ah, hier können sie vielleicht raus. So. Also. Weil so ein Bug ist nicht mit berechnet. Jetzt könnt ihr es vergessen. Na, die können doch nicht einfach. Hier ist ein Schaf. Ist das das Schaf, das abgehauen ist? Und wo ist das andere Schaf? Da drüben? Nein, das kann nicht sein. Komisch. Also. Ja, wir haben es ja jetzt wieder. Auch wenn wir ein bisschen cheaten mussten, aber für mich ist das so etwas, was. Was war das für ein Geräusch? Komisch. Ich muss mal nachschauen. Ich werde den Part hier beenden und mache gleich dann wieder ein Part. Bis denne.